Selbst als ich schlecht war, bin ich nicht gestorben. Doch. Lol. Ja, das sieht süß aus, ne? Ja, ich würde mich dagegen wandeln. Warum sollte ich das tun? Jawohl, das geht. Weil ich dachte, die werden weiter. T drücken. Nicht alle, Junge. Spiel viel mit Deckung. Und lass sie uns notfalls rankommen. So, ich glaube, wenn ich hier ein bisschen bleibe. Ja, also drüben auf der anderen Seite sind auch welche. Oben. Geradeaus Tür. Und da hinten ist auch einer noch. Oben auch noch? Ja, ja, ich weiß. Aber ich muss erstmal nachladen. Ja, ne, alles cool. Wo die alle sind, das sehe ich ja. Mach den erstmal mit dem Hut hier vorne, ja. Nice. Leute, ich dachte, der wird down. Dachte ich auch. Dann wollen wir mal drüben andere Seite. Ja, die kommen man jetzt sieht halt gar nichts mit dem Nebel, was auch immer. Da hinten ist ein Medizinschrank. Ja. Die anderen campen alle dahinter der Wand, oder wie? Ja, man sieht ab und zu da seinen Hut rausgucken. Ich glaube, ich sollte gleich mal ein bisschen nach vorne gehen. Ja. Nach oben vielleicht? Ja. Oh, scheiße, bin angeschossen. Hä? Wie hat denn der das überlebt? Er hat auch voll ein Head gefressen, oder? Ja. Eigentlich schon. Okay, dann geh mal ein Stück vor. Ja, wenn ich dann gehen darf. Meister, los geht's! Ich hab ihn! Da drüben! Da schießt den ab! Teilweise leben die so lange, teilweise sterben die halt direkt. Ja. Ne? Das nervt mich, dass die jetzt auch da drüben sind. Mhm. Vor allem, ich hab nicht mehr viel Schuss. Ich denke, ich geh erstmal ein bisschen auf Piste wieder. Ja. Nice. Ein bisschen die Klicks zu gehen. Ich verschanz mich! Pass auf, nicht, dass sie dich jetzt von drüben. Ja, es sind nur noch die zwei, ne? Ich glaube schon, ja. Mach ihn. Nice. Was du hier getan hast, so, noch einer. Sehr schön. Hinter dir. Lauf. Warte mal. B, bringe Sprengladung an. Warte mal. Wie tue ich das mit Q? Ne, Y. Ja, Y. Jetzt. Weg, 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 weg. Lauf. Oh, Leute, ich muss. War bei mir auch eine Nate? Nee, aber er hat dich voll angeschossen. So, letzte Spritze, genau. Glaube ich. Man sieht halt nichts da drüben, ne? Gar nichts. Aber mit auf Kopf zielen und so, das kriegst du nicht so hin, ne? Heute nicht. Heute nicht. Geh noch ruhig ein Stück weiter. Ja, das ist mega entspannter. Ich glaube, noch weitergehen. Und vielleicht noch Leben mitnehmen. Das wäre vielleicht ganz schlau. Da stehst du sehr blöd. Ich weiß. Willst du kein Leben mitnehmen? Ja, gleich. Lass mich erstmal hier die Leute töten. Hinter dir noch irgendwo? Das muss man selber machen. Sehr gut. Voll in die Fresse. Und was ist da noch? Was meine AK hat er jetzt auch wieder. Noch grün anzeigt alles. Ich hole mir, also mir jetzt erstmal den Haufen Geld hier. Ja. Liegt da noch Geld oder warum? Was ist das? Ja, okay, dann liegt da wahrscheinlich noch das Geld. Hä, nee, drück mal bitte F. Das ist unten. Noch ah, okay, okay, nevermind. Dann ist ja alles ganz chillig. Gut. Die Mucke passt jetzt, finde ich. Das ist mega. What? Du hast wenig Schaden. Du, was? Du hast wenig Schaden bekommen. Wenig Schaden bekommen. Ja. Ja, heute wieder sehr spar. Alter, wie geil hängt der denn hier? Oh ja. Sehr gut. Hab ich ihn wenigstens erlöst. Ja. Ah, eintreten. Schnapp ihn! Oder so. Oder so. Granate auf den Boden!
Die Nate war jetzt nicht so effektiv. Nee. Schieß. Die sind zu lang noch zum Schießen. Ja, aber mit einer Shotgun ist das Teil. Oh, nein, Finisher. Mit einer Nate ist, wenn die eine Shotgun haben, dann ist es kritisch, ja. So, hier sind doch schon wieder ein paar mehr am Start. Locken wir den doch erstmal aus. Granate! Ja, ja, wollte auch gerade sagen. So, noch zwei hab ich den, ne? Yes. Ne, jetzt noch zwei. So, in der Wand weiter vorgehen, genau. Verdammt! Granate! Spielst echt mehr mit Granaten gerade, ne? Also. Ja. Als ich so. Wenn ich kann, dann immer. Was? Muss kurz Munition wechseln! Das Arschloch nimmt mich unter Dauerfeuer! T drücken. Großer Gott! Oh, Scheiße! Bin angeschossen! Totes Arschloch auf dem Fenster! What? Yes. Hat angefangen zu brennen. Oh. Okay, chillig Granate oder sowas? Ja. Zielen, schießen. Oder auf Kopf. Oder auch nicht. Dafür hat man den DRK. Ja. Was ist das? Achso. Das sah gerade so aus, als wäre eine Waffe die Pistole und die Shotty da. Ja. Nice. Und da ist es noch einer. Der aber wegläuft irgendwie. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Nimm einfach den Wagen und fahr. Ja, ja, weil, steht nicht mehr. Ja. Weil jetzt sind einige Bullen auf jeden Fall am Schlüssel. Vielleicht solltest du ein Stück fahren. Und dann wechseln, meinst du? Nee, und dann über die Nebenstraßen. Ich würde gar nicht schießen, sonst wird das viel zu groß. Nee, nur auf die Reifen. Das kommt auf selber hinaus. Wenn man auf Reifen schießt, passiert nichts. Wie du meinst. Ich glaube, sobald die sterben, geht das nicht los. Ja, ja, aber die sterben hier so, glaube ich nicht. Natürlich, die überschlagen sich. Also ich glaube, es wäre schlauer, wenn du aussteigst und läufst. Magst du? Also, hier weniger. Vor allem, weil du kein Leben mehr hast. Null! Was macht der Bulle denn da? Ah! Warum musste jetzt noch einer von vorne kommen? Weil du ein Noobie-Noob bist. Okay, ich muss sagen, das war ein schlechter Punkt, an dem ich ausgestiegen bin. Ja, das wollte ich dir... Muss ich ja zugeben. Muss ich dir schon mal zu recht geben. Oder du fährst halt einfach aufs Wasser und schwimmst dann halt ein bisschen... Ja, das ist voll schwul. Ja, aber die Bullen sind nervig halt, ne? Nehmen wir aber den Wagen rein. Ah, ja, den soll ich wahrscheinlich auch nehmen, weil der sieht ein bisschen... Also wenn du durch die Hauptstadt, also wenn du Dinge durchfährst, so, dann ja, genau, kann das halt auch gut mit den zwischen den Häusern wohnen und so was. Ja, ja, ich weiß, wenn ich in der, sobald ich aussteige, ist eigentlich easy. Ui. Steig aus und chill. Das wäre voll episch, wenn das klappen würde. Solange sie noch auf der Suche sind, geht. Das ja, muss ja blau mit den werden. Straßen, das passt. Ich kann hier rein. Ja, aber da kannst du nur hoch. Das nicht. Geh einfach weiter. Ich würde da durch. Also, das so. Bisschen. Ach, da. Das hatte ich übersehen. Ah, Bumu. Hinter der Wagenstein. Bungie. Du wirst drauf gehen. Völlig besser. Es ist scheiße dunkel hier. Das stimmt. Kurze Frage, wie groß ist das Gebiet? Schon ein Tick größer. Ja. Weißt du, was wir noch nie benutzt haben? Was?
Dann mach einfach mal, ne? Also, weil das haben wir echt noch nie benutzt. Dann können wir es echt mal live ausprobieren. Okay, weg. Oder so. Die Druckplatten, die Sir aus der Bank gestohlen hat. Kann mich nicht erinnern. Sie haben also das Heroin geliefert, das Georgie vertickt hat. Sie. Chester. Ich wollte das Zeug nie in meiner Stadt haben. Von dem Scheiß kriegt man eine weiche Birne. Es macht die Leute bekloppt. Blöd. Und es lockt die Cops an. Bourbon? Nein. Ich trinke nicht. Hat Georgie gesagt, warum ich sie sprechen will? Er sagt, der Nigger hat ihren Bruder getötet. Und sie wollen über einen Deal reden, den wir zwei machen können. Mein Bruder Tommy war ein cleverer Bursche. Hätte alles werden können. Ich sag zu ihm, geh aufs College. Ich hätte ihm das Ganze sogar bezahlt. Mein aufrichtiges Beileid. Ich baue ein Casino auf der anderen Seeseite. Ich hatte alles im Griff, auch die Finanzierung. Aber jetzt geht die ganze Chose den Bach runter. Sie wollen mein Geld. Naja, ich brauche genug, um den Bau fertigzustellen und das kostet mich... Ich möchte hören, dass Sie es sagen. Ich soll was? Dass Sie mein Geld wollen, Mister. Sagen Sie die Worte. Bitte. Ich will Ihr Geld. Das klingt gut. Ich bringe Ihnen mein Geld und dafür lassen Sie mich in Ihrer Stadt mein Heroin verdienen. Und Sie werden sich niemals einmischen. Sicher. Ganz wie Sie wollen. Aber da wäre noch etwas... Ich soll auch den Nigger killen, klar. Hm? Ich werde das für Sie erledigen. Nigger umlegen ist mein Hobby. Der Typ ist voll geil. Ja, die sind richtig geil. Großer Gott. Er denkt sich auch nur, auf was für Niveau ist er denn jetzt bitte gesunken. Ja. Niemand wollte hier leben. Also haben sie alles zugetiert. Immer wieder bringt irgendetwas dieses Land gewaltig ins Wackeln. Beutelt es so hart, danach stehen nur noch die Fundamente. Und so schmerzhaft das auch ist, wir hoffen, dass diesmal alles anders wird. Wenn wir jetzt hier neu aufbauen, werden wir nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Und vielleicht werden Frieden und Gerechtigkeit dann obsiegen können. Aber diese beiden Dinge sind schwer zu erreichen. Verdammt schwer. Also wählen wir den einfachen Weg. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, nur noch das Gebiet vergeben. Yes. Das wollten wir jetzt... Da muss ich ja wahrscheinlich noch hinfahren, jetzt wieder unten runter. Nee. Ah. Das kriegt Burke, ja. Könnt ihr nachbauen. Setz dich, fangen wir an. South Downs gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Du hast einen Plan. Ein Grund, wieso du tust, was du tust, das respektiere ich. Ich habe den letzten Bezirk voll im Griff und auch die Hälfte von dem hier. Und ich würde durchaus auch den ganzen schaffen. Ich habe nicht neben dem Telefon gewartet, aber ich dachte schon, ich krieg beide Läden. Du hast schon Pläne für das Viertel, stimmt's? Kann mir sonst keinen Grund denken, wieso du mich nicht angerufen hast. Du kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Burke ist einfach der Geilste, Mann. Einfach der Geilste. Überleg dir, wen du am Ende vom Tag auf deiner Seite haben willst, Junge. Wer soll's? Du weißt, ich bin die Einzige, auf die du dich verlassen kannst. Burke. Ja, klar. Ich hätte wirklich nicht den Kopf verlieren jetzt. Auf geht's. Alles deins, Burke.
Du bist ein verdammtes Genie, Junge. Ich würde sagen, das war's für heute. Du stellst meine Geduld auf eine harte Probe, Lincoln. Oh, halt doch die Fresse. Kann gut sein, dass sie mir bald ausgeht. Das war's. Ja, sie kriegt ja das nächste Gebiet, das letzte Gebiet und dann ist gut. Ich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir es ihr nicht geben. Dann müssen wir das nochmal spielen. Aber das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Gut, was machen wir jetzt noch? Jetzt? Also erstmal hole ich mir den geilen Wagen wieder ran, weil sonst bin ich halt langsam. Kannst du nochmal kurz auf der Map gucken? Genau, kannst du nochmal zu Dingens fahren? Also, hier ist halt die Mission von wegen den Wichser, den wir jetzt gerade oben hatten, rausholen. Okay, nee, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das oben, Gebiet, ne? Mhm. Also und hier, können wir mit Burke reden. Ja, dann red mal mit Burke. Weil du hast genau 5 Minuten. Was zum Fahren. Ja, ich muss da halt erstmal hochkommen, ne? Ja, genau. Und ich meine ja, bis du mit ihm geredet hast und bis oben bist, dann 5 Minuten oben. Also vermutlich. Ja, gehe ich mal ganz stark von aus. Das dauert ja schon eine ganze Weile. Oh ja. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß. Was macht der Typ dann eigentlich? Läuft der denn eigentlich wieder bis... Der läuft bis nach Hause. Oder er klaut sich irgendwann rein. Ist ja schwul. Ja, irgendwas war, glaube ich, noch. Ist es so? Ja. Genau, die Wichser kommen heute an. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, weil ich noch nicht weiß, ob wir es machen oder nicht. Weißt du, was ich meine gerade? Ja, bestimmt. Mach einfach. Nicht machen. Wie die Stimmung ist und ob die Bock drauf haben. Normal haben die Bock drauf. Vermutlich schon. Und ich glaube, das wird richtig witzig, wenn wir da so ein kleines Turnier rausmachen. Ja, weil ich glaube, das kann dann extrem geil werden. Extrem witzig. Und auch extrem geil. Ja. Also für die Leute, die jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen verwirrt sind. Oder auch nicht, weil es vermutlich online ist. Bis die Folge rauskommt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, sonst gibt es gar nicht großartig zu labern. Außer, dass deine Folgenzeit gleich um ist. Meine Folgenzeit ist gleich um, ja, dann bist du dran. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Nope. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so laut rede und immer so schrei. Ja, das ist krass, eigentlich, ne? Eigentlich immer positiv. Ja, ich bin voll fit heute. Ja. Bin motiviert. Hab Bock. Jetzt nehme ich gleich auf. Ja, hallo Leute. Wenn ihr da Janis. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, moin. Ah. So, sind deine Füße gerade auch so arschkalt? Es geht, ich hab meine oben auf deinem Subwoofer liegen. Ja, okay, das ist dann immer ganz chillig. Kommt nicht um die Kurve. Gut gerettet, würde ich mal sagen. In der Tat. In der Tat. Da wärst du fast noch ins Wasser geflogen, ne? Ist ganz schön lang schwimmen müssen. Oh yes. Oh yeah. Du musst runter. Was ist los bei dir? Warum fährst du heute so friedlich? Weiß ich auch nicht, du. Das kann ich dir nicht sagen, ey. Ja genau, dann dürfen wir wieder geile Nebenmissionen machen. Für Bug. Ja, mal gucken, ne, was denn so. Ach ja, klar. Ja. Was? Ja, nee. Natürlich gibt's neue Nebenmissionen, weil er ja jetzt ein neues Gebiet hat. Ich muss erstmal 3000 Mal überlegen, warum wir jetzt überhaupt zum Burg müssen. Ja. Ja. Schlaue Sache, ne? Ja, ne? Ich frag mich ja, ob man für alle überhaupt alles erreichen kann. Ja, kann man. Echt? Was? Ist ja nicht so, dass ich das eigentlich geklickt habe. Oh nein. Oh nein. Okay, dann habe ich jetzt wohl noch mal kurz was anderes zu tun. Ja, dann darf ich das bisschen überziehen. Und zum Glück habe ich schutzsichere Reifen. Ja, komm. Okay. Never mind. Okay. Ich glaube, du sollst die andere Waffe nehmen. Tee. Du hast kein Leben. Okay. Morris macht das gleich. Ich mach das gleich. Ich zeig das mal. Son of a bitch. Das heißt, noch der Finger geklemmt. Ja. Ja gut, dann macht Morris das gleich. Ja. Gut, wir dürfen nicht mehr in das Gebiet fahren, außer wir wollen das. Genau. Auch krass, wie schnell das ging. Ich war da ja nur am Rand drin und dann boom, kamen gleich alle von beiden Seiten. Oh ja. Konnte ich gar nichts mehr machen, du. Oh, ja, geht ja gar nicht. Ja gut, dann wechseln wir jetzt die Aufnahme und machen jetzt erstmal hier Stop für jetzt. Genau. Wenn der Ladebalken gleich zu Ende ist. Bäh, bäh. Gut, dann 3, 2, 1, ciao.